Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 29. Juni, 8:55 Uhr, und wir bereiten uns auf unseren DAX-Trade vor. Wir haben heute eine Trading Range von 62,2 Punkte. Der DAX hat sich vorhin hier nochmal einen Schub nach oben gemacht. Ich schalte jetzt nochmal auf eine kürzere Zeitebene auf dem Minutenchart. Das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt auf Minuten hier scalpen, sondern dass wir uns da die Widerstände, Unterstützungszonen reinholen. Und immer noch Tag 3 der Brexit-Entscheidung handeln wir immer noch mit kleineren Trading Ranges. Das heißt, wir platzieren jetzt unsere Order gleich. Hier mal die Zeit und gebe die Zeit hier noch mal ein. Wir platzieren die Linien ein bisschen weiter entfernt, so, und versuchen hier in Richtung wieder 20 Punkte. Momentan sind es 26. Wir haben noch 4 Minuten. Eigentlich steigen wir ja 5 Minuten vorher schon ein. Ja, wir sehen aber, der Markt, wenn er jetzt ein Stück nach oben geht, ist, denke mal, ist die rote Linie hier eigentlich ideal. Wir sind bei 22,73 Punkte. Das Niveau ist bei 9,564 und 9,587 würden wir long gehen. Das heißt auch hier kurz vor der Big Number. Ich melde mich gleich nochmal. So, und wir gehen jetzt mit der Order in den Markt. Sind 2 Pending Orders sind platziert. Wir sehen es hier oben im roten Bereich: Short 9,565 und Long 9,587 für den ersten Trade. Ich muss hier einmal die Position schnell rausnehmen. Warum? Weil wir haben viel zu großes Risiko, 0,18. Das sollte nicht passieren. Also versuchen nochmal die Linien dementsprechend zu platzieren. So. Und können hier 20,6, das passt. Und dann sind wir jetzt im Markt. Und ich melde mich dann gleich nochmal. Es ist genau 9 Uhr und wir sind short im Markt. Die blaue Linie zeichnet unseren Take Profit an. Fehlen jetzt noch ein paar Punkte. Wir sehen, das Tief haben wir jetzt am 38er Retracement 0,7. Die Middle Big Number, also Big Number sind ja die 100er Zahlen, und dazwischen liegt zwischen 100, ihr haltet die 50, die hält jetzt erst einmal. Wir sehen hier direkt an dieser grünen Linie bei circa 43 Punkten, bei 9543 liegt unser TP. Gucken wir, ob wir da noch mal einen Schritt unter die 50er Marke kommen. So, wir sind wieder unter 50. Jetzt fehlen noch ein paar Punkte. Gucken wir, ob wir den Schub nach unten nehmen. Es ist 9:02 Uhr. Ah, will noch nicht so richtig. So, die erste 5-Minuten-Kerze oder anders 9:05 Uhr. Paar Punkte haben gefehlt bis zum TP. Der Markt dreht hier. Wir gucken uns das mal auf den 5-Minuten-Chart an. Sehen die 5-Minuten-Kerze hier. Ja, ein paar Punkte haben gefehlt bis zum TP. Gucken wir, ob er nochmal die 50er-Marke angreift. Aktuell liegen wir bei 66. So, jetzt sind wir nochmal wieder unter der 50er-Marke. Gucken, ob wir jetzt den Schub nach unten nehmen. 50 hält. Wir sehen es hier auf den Minuten-Chart.
die Marke. Wir müssen jetzt also unter die 48er. Jetzt sind wir wieder bei 50, 51. Es ist 9:07 Uhr. Ja, 48, 47. Da kommen schon ein paar Punkte. So, mittlerweile ist es 9:10 Uhr und jetzt sollten wir gleich hier rausgehen. Na, will noch nicht. Jetzt sind wir draußen. Also wie gestern eigentlich, 9:10 Uhr nach 9. Ja, erster Trade hat funktioniert und wir sehen, die 50er Marke, 40er Marke rutscht gleich eine Etage tiefer. Ich zeichne das kurz mal ein. So, das war die Box hier, die kleinere. Wir haben 20 Punkte Abstand ja gehabt und sind hier aus dem Trade draußen, haben den Trade hier mit TP mitgenommen. So, macht das mal ein bisschen größer. Dort ist unser Ausstieg und geht jetzt noch eine Etage tiefer. Wir hören uns morgen dann, wenn ihr Lust habt, und dann viel Spaß heute noch beim Traden.